Hallo Zuchtfreunde, heute ist mal wieder Sonntag, Zeit für ein Video. Heute mache ich mal ein Sondervideo über das Taubenhaus. Ich werde ein bisschen darüber reden, was die Taubenhäuser sind, wo sie herkommen, welche Höhe und welche Größe sie ungefähr haben sollten, welche Rasse das man bevorzugt nehmen kann oder sollte, wie man die Tauben an den Taubenkobel gewöhnt. Wie müssen wir das Ganze mit dem Futter und mit dem Wasser gewerkstelligt. Und am Schluss gibt es noch ein paar schöne Bilder, die ich die Tage, die Wochen aufgenommen habe. Taubenhaus, Taubenkobel. Taubenpfahl, Taubenturm. Es gibt viele Namen für das da unten, was ihr seht. Kommt ein bisschen auf die Region drauf an, wo ich lebe, beziehungsweise so wie es mir bekannt ist, war es immer der Taubenkobel. In der Regel findet man sowas auf eher landwirtschaftlichen Anwesen. Bei mir war keiner hier. Ich habe mir den erst gekauft, weil ich unbedingt einen haben wollte. Sagt man doch einfach mal, wie der bei euch heißt. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Namen. Man sieht auf jeden Fall vereinzelt noch welche stehen. Sie werden aber eher sehr rar, weil sie meistens sehr alt sind, kaputt sind, verfault sind und irgendwann abgerissen werden und keine neuen kommen. Ist sehr schade. Ich hoffe, dass sich der Trend umkehren lässt, aber man findet auch kaum mehr welche zu kaufen. Ich habe diesen hier in der Nähe von Kulmbach bei einem älteren Herrn gekauft, der früher eine Schreinerei hatte und das als Hobby macht. Wenn jemand die Adresse braucht, soll er sich bei mir melden, ich gebe sie gerne weiter. Warum hat man so ein Taubenhaus gehabt früher? Ist relativ einfach. Zum einen wollte man den Tauben eine einfache Unterkunft geben, wo sie eigentlich nur einen Brutraum haben, weil sie ansonsten irgendwo anders den ganzen Tag unterwegs waren. Hat man gerne ein bisschen zentral im Hof aufgestellt, damit man das Ganze auch ein bisschen beobachten kann. Und was natürlich auch noch ein Thema war früher, das war so ein kleiner Protzbaude, weil man hat dann je an der Größe gesehen, wie viel Geld der Bauer oder der Hof zur Verfügung hatte. Also da gibt es teilweise richtig gemauerte Häuschen, wo die Tauben drin wohnen. Also muss nicht immer aus Holz sein. Das Ganze geht über den ganzen Globus, gibt es auch in arabischen Ländern sehr oft diese Taubenhäuser und Türme. Wenn euch das interessiert, dann googelt mal oder schaut bei YouTube, da gibt es sogar, glaube ich, eine Reportage drüber, nur über Taubenhäuser. Das Taubenhaus macht natürlich nur Sinn, wenn man ein bisschen Platz hat im Hof. Bei mir ist das gegeben, ich habe auch ein landwirtschaftliches Anwesen gekauft. Zwar kein Bauernhof in dem Sinn, aber es ist trotzdem Platz. Besten ist natürlich, wenn man irgendwas in der Umgebung hat, wo die Tauben zum Futtersuchen hin könnten, dann würde man sogenannten Feldflüchter hören wir ganz gern. Das war früher auch der Zweck des Ganzen, dass die Tauben auf den Feldern noch nach Futter suchen, dass man sich einfach Futter spart und trotzdem eine Fleischquelle hat. Jetzt zeige ich euch mal meinen Taubenkobel. Als erstes zeige ich euch die Bretter hier außen, die ich hingeschraubt habe. Das hat einen Grund. Und zwar wollte ich hier ein bisschen verhindern, dass die Tauben außen rumlaufen. Ich habe koberige Leichenpärchen hier drin gehabt. Die waren sehr territorial. Deswegen habe ich das hingeschraubt, dass sie nicht mehr rumkommen. Das Pärchen habe ich jetzt wieder in meinen normalen Taubenschlag rein. Mal schauen, wie es mit den Ringschlägen ist. Ob die sich da ein bisschen besser verhalten, dann kann ich es wieder wegschrauben. Ansonsten seht ihr, das Ganze ist ca. 2 Meter hoch. Hier unten habe ich ein Blech rumgenagelt, dass keine Katzen, Marder, Wiesel, was es alles gibt, rumkommen. Ist auch wichtig, dass das sicher ist und dass da nichts hochkrabbeln kann. Gehen wir hier rum. Hier sieht man jetzt, hier vorne ist der Eingang. Den kann man hier aufmachen. Den kann man hier reinfilmen. Hier haben wir 4 Parzellen. Ihr seht, da sind noch die Überbleibsel. Da muss ich nur ein wenig sauber machen. Das mache ich später. Ein bisschen rein. Hier oben im Nest liegt da was drin. Wie gesagt, in diese 4 Parzellen kommt man von hier rein. Und dann gibt es hier vorne noch 2.
Das sind die zwei hier. Da kommt man leider nicht rein durch die Tür. Somit hat man auch Probleme mit dem Saubermachen. Das ist ein großes Thema beim Taubenkobel. Solange die Tauben unterwegs sind, macht es nichts, weil sie natürlich außen koten und so weiter. Aber sobald sie das Brüten anfangen und die jungen Tauben drin sind, wird es natürlich da drin ziemlich dreckig. Muss man sich was einfallen lassen und muss das Ganze sauber machen. Ist nicht das Einfachste. Aber dazu werde ich selber auch mal was zeigen. Zum Zusperren von dem Ganzen habe ich hier unten Gitter. Das habe ich rausgeschnitten aus meinen Zellen. Und das ist ein Überbleibsel und das Schöne ist, das passt hier genau davor. Und somit kann ich die auch einsperren, wenn der Bedarf da steht. Deswegen habe ich die mal aufgehoben. Ich habe hier unten, müssen 4 Stück sein. Somit kann ich eigentlich alle Tauben einsparen. Das Ganze ist hier unten am Boden verankert. Das ist einbetoniert mit insgesamt rund 12 Säcken Betonestrich. Das Ganze auch den Windstand hält, der hier durchpfeift. Ihr seht, den Tauben gefällt es. Die sind auch schon relativ zutraulich, obwohl sie hier außen sind. Schauen wir mal, ob sie auch demnächst das Blüten anfangen. Die Größe des Hauses richtet sich natürlich nach dem Platz und auch ein Stück weit nach dem Geldbeutel. Kostet natürlich auch Geld sowas. Muss natürlich auch ein bisschen in das Ganze reinpassen. Bei mir schaut es sehr gut aus. Wenn Leute zu Besuch kommen, denen sage ich immer, weil ich ein bisschen versteckt wohne, sie sollen nach einem Taubenhaus Ausschau halten. Und natürlich hat es den Zweck, wie man schön sieht, die Tauben kommen und fliegen rum und machen ein bisschen Geräusche. Man hat immer was zu sehen. Ich stehe gerade auf dem Balkon, den ich diesen Sommer noch herrichten muss mit neuen Fliesen. Natürlich wunderbar anzusehen, wenn man hier dann morgens seinen Kaffee trinken, die Tauben dabei füttern kann und alles. Also echt klasse, wenn ihr das machen könnt, macht's. Ja, hier sitzen sie schon alle 6. Die haben natürlich Hunger, haben sie noch nicht gefüttert heute Vormittag. Schauen wir mal, ich werde ein bisschen was reintun und mal schauen, die werden jetzt gleich wegfliegen, weil sie noch ängstlich sind, dann werden sie aber wieder kommen. So, jetzt habe ich das Format wieder umgestellt. Vom Weitwinkel auf linear sieht man ein bisschen genauer alles. Ich sehe, das gibt sehr zu da drin. Ich sehe auch mal gezankt. Ja, welche Taubenrassen sind geeignet? Letztendlich ist es relativ egal, ist eure Vorliebe. Ich kann euch raten, dass er natürlich eine Rasse nimmt, die auch ein bisschen flugaktiv ist und ein bisschen rumfliegt, weil das natürlich schön anzusehen ist. Aber ihr könnt theoretisch auch Luchstauben oder Texaner-Tauben drin halten. Die werden halt einfach den Taubenkobel ziemlich ausfüllen und das ist ein bisschen beengt. Also ich würde es nicht machen. Es würde aber genauso funktionieren. Aktuell habe ich 2 Paare rheinische Ringschläge drin, die seht ihr hier auch rumlaufen, plus die 2 Jungen von dem einen Paar, sprich 6 Ringschläger tümpeln hier rum. Die bauen auch schon Nest fleißig und gurren und machen und tun. Das Pärchen Coburger Lerchen habe ich ebenfalls draußen gehabt, die habe ich seit gestern wieder im Taubenschlag, hat einen einfachen Grund. Die waren sehr territorial und haben alle anderen Tauben, die versucht haben, hier eine Zelle quasi in Beschlag zu nehmen, immer vertrieben und das will ich natürlich vermeiden. Jetzt habe ich es erstmal wieder eingesperrt und überlege mal, was ich mit ihnen mache. Und sie waren auch nicht sonderlich aktiv, also die waren eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Anflugbrett gesessen und haben das Futter verteidigt. Muss jeder selber wissen, was er möchte. Ich möchte natürlich ein bisschen was sehen. So, wie gewöhnt man die Tauben an den Taubenkobel? Da gibt es sicherlich viele, viele Wege. Ich habe sie nicht alle ausprobiert. Ich bin auch kein Spezialist, das sage ich gleich dazu. Ich habe einfach was ausprobiert und es hat funktioniert soweit. Zumindest zum Teil.
Was habe ich gemacht? Ich habe die Pärchen genommen, ich habe sie eingesperrt, das zeige ich euch dann auch gleich. Ich habe Gitter, die ich da vorhin machen kann, Futter, Wasser rein, habe die einfach eine Woche drin gelassen und dann habe ich aufgemacht. Die erste Reaktion ist natürlich, dass sie zurückfliegen zum Schlag, weil der bloß Luftlinie 20 Meter weg ist und da verharren. Am ersten Tag haben sie auch nicht wirklich was gegessen her. Am zweiten Tag sind sie dann mal kurz zum Essen vorbeigekommen und seit dem dritten Tag ist eigentlich alles wie gewollt. Einzigste ist, nachts schlafen sie noch am Taubenschlag außen. Ich hoffe, dass sie jetzt, wenn sie das Brüten anfangen, dass sich das dann ändert. Ansonsten konnte ich sie aber relativ erfolgreich an den Taubenkobel gewöhnen. Am einfachsten ist es wahrscheinlich sicherlich, wenn man Jungvögel hat, die kurz bevor sie selbstständig sind, dann im Endeffekt ins Taubenhaus tut, kurz einsperrt, dann sollten die auch relativ einfach daran gewöhnt sein. Aber die sehen natürlich immer wieder die anderen Tauben und da wollen sie natürlich auch hin. Aber füttern seht, habt ihr gesehen, funktioniert einwandfrei. Deswegen, ich hoffe, es wird noch besser im Sommer über. Mein Ziel ist es, dass sie nicht weise, egal wo ich bin in meinem Grundstück, dass sie sofort zu mir herkommen. Das werde ich ihnen jetzt langsam trainieren und dann werdet ihr ja sicherlich den Fortschritt irgendwann sehen. Dann kommen wir noch zum Futterplatz. Den habe ich hier bei mir am Balkon außen angebracht. Ich zeige es euch mal kurz. Das ist nichts anderes wie zwei Winkel und ein Brett. Das werde ich noch ein bisschen größer machen, aber vorerst reicht's. Einfach einen Wasserspender und einen alten Hundenapf genommen. Das Ganze habe ich festgebunden mit einer alten Pionierschnur von der Bundeswehr, wer sie noch kennt. In den Napf habe ich auch zwei Löcher gebohrt, ist Schnur durchgefädelt und somit ist das Ganze auch gesichert, dass es nicht runterfällt. Und ja, man kann es auch wegtun, wenn mal das Wetter nicht so toll ist. Das Ganze sollte natürlich in einer Höhe sein, dass keine Katzen, Marder und Co. hinkommen, deswegen ein bisschen erhöht und ihr solltet natürlich auch gut hinkommen. In meinem Fall ist es so, dass ich hier die Küche direkt hinter mir habe und da auch das Futter stehen habe, Wasser zur Verfügung habe und ich kann alles machen. Ist natürlich einfach und bequem und ja, ich sehe die Tauben dann auch immer. Das ist immer der Vorteil, wenn ich früh fütter und hier mit dem Kaffee stehe, dann sehe ich was. Das ist natürlich wunderschön anzusehen. Die Tauben sind natürlich hier fleißig unterwegs, auch auf den Nachbardächern. Ihr seht sie hinten, ich bin hier ziemlich eingebaut. Die fliegen hier auch schön zwischendurch und sitzen auch mal bei den Nachbarn auf die Dächer. Also kleiner Tipp von mir, haltet das Ganze etwas kleiner, dass da sich auch kein Nachbar beschwert, weil nicht jeder mag es, dass die Tauben bei ihnen am Dach sitzen und auch mal ein bisschen was verlieren. In meinem Fall hilft es immer ganz gut, ich habe noch Hühner, dass ich mal eine Packung Hühnereier vorbeibringe und die Nachbarn da besänftige. Deswegen schaut ein bisschen drauf, redet mit euren Nachbarn vorher und dann kann man schon vieles ausschließen. Meine Nachbarn hier gefällen die Tauben, die finden sie wunderschön, wenn sie hier fliegen, dass ein bisschen was los ist. Und ich denke, so kommen alle zurecht. Das war's dann erstmal wieder von mir. Ich würde schauen, dass ich vielleicht noch die oder nächste Woche ein Video vom Taubenschlag selber macht, gibt da auch wieder ein paar Neuerungen, habe viele Jungtiere wieder, wollen wir mal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich, dass ihr gesund bleibt, dass ihr das Ganze gut übersteht und dass ihr euer Hobby auch ohne Einschränkungen weitermachen könnt. Ich hoffe, dass von euch die Leute den Schlag am Haus haben und somit kein Problem haben, dahin zu kommen. Bis dann, schönen Sonntag. Thank you.